gute Mr. Eintracht hier. Ihr habt mir jetzt einen Glückwunsch an den ersten FC Saarbrücken komplett verdient. Wir gehen gleich darauf alle ein. Ich habe einen Ohrwurm. Lustig, lustig, tralalala. Gute Nacht im Spiel gespielt und ich habe dann da ein bisschen umgedichtet. Kommen wir morgen dazu. Aber lustig war nicht die Tätigkeit von Putkoi. Ich habe auch im Stream so Great Talk. Ich habe auch was gegen den Kopf geschmissen. Da habe ich auch gesagt, verpiss dich aus dem Team, weißt du? Wie dumm kannst du denn sein? Du hast Geburtstag, hast dein Profidebüt und nach 5-6 Minuten machst du eine Tätlichkeit. Eine Tätlichkeit. Weil es ein Profidebüt, das ist kein Profiboost. Du willst dich doch beweisen, was du kannst. Das Einzige, was man gesehen hat, in den 5 Minuten, wo du gespielt hast, die Tätlichkeit. Starkes Ding, Putkoi. Woo! Sehr stark. Wie dumm kannst du denn sein? Du kannst ja nicht mal vorher provoziert worden sein. Ich kann das verstehen, wenn Dina Bimbe ausgerastet wäre, weil der ist dauerhaft angegrinst worden. Würde ich auch machen, weil er ein Hitzkopf ist. Ja, kann ich verstehen. Oder jemand, der alles gestochert hat. Aber du kommst von der Bank. Ich weiß nicht, was dein... Klar, du hast Frust vielleicht, weil wir hinten liegen, ausscheiden. Aber nee, da musst du professioneller werden. Und keine Ahnung, wie dumm kann man denn sein? Als ein Profidebüt sich sowas zu erlauben. Das ist einfach richtig dämlich. Wie dumm ist das denn? Also, da habe ich so aufgeregt. Ich meine, klar, es war in der 83. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten zu spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann drehen, ist immer noch doof. Auch wenn wir mit 11 Mann gegen 11 gespielt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass wir gedreht hätten, ist immer noch bei 0. Ja, weil, wie gesagt, Saarbrücken komplett verdient gewonnen. Muss man nicht darüber reden. Das 1-0, das will ich euch mal sagen, das war zu Recht aberkannt. Klar, das sehen das vielleicht manche Saarbrücker anders, aber das war nämlich schon so Geschubse. Ich glaube, Koch hält erst fest beim Rückfallen, wenn er fallen möchte. Ich muss auch sagen, ich hätte mich auch nicht beschwert, wenn wir das Tor geschossen hätten und das dann ja nicht gezählt hätte. Also da bin ich auch so neutral. Es war halt wirklich ein bisschen zu viel. Und auch Respekt an den Schiedsrichter, dass er sich auf das Gefälle bei leichten Schubsern, so leichte Berührungen, haben sich komplett fallen lassen, aber beide Seiten, die sich darauf nicht eingelassen haben. Also wirklich Respekt an den Schiedsrichter. Richtig, richtig gute Leistung. Muss man echt einen Hut vorziehen. Okay, ich habe bei der letzten Aktion von, es war aufgeregend am 94., aber es war einfach, weil es wirklich kein Fall war, aber unabhängig haben wir heute nicht den Schiedsrichter zu kritisieren. Klar, die Spiele davor konnte man den Schiedsrichter kritisieren, aber daran hat es auch nicht gelegen, dass wir verloren haben. Das ist der Unterschied. Wenn man den Schiedsrichter kritisiert, heißt das nicht, dass er schuld ist. Und hier gibt es nichts zu beanstanden. Wir waren einfach hinten zu passiv gewesen. Hat man beim 1-0 gesehen, wie die da nur ja, Schussblocken, ein guter Haken, dann geht er rein. Trapp, klar, kurzes Eck, aber der wird so platziert geschossen, wo soll er denn hingehen? Geht er ins kurze Eck, geht er ins lange, schießt er ins lange, dann ist es auch drin. Und das 2-0, ja, Koch springt unten durch und dann war es schon klar. Ist einfach dumm und dämlich und wie gesagt, Glückwunsch, ich bin gar nicht so sauer. Ernsthaft nicht. Ich habe auch gar keinen Great Talk, aber mich hat eher Futka nur aufgeregt. Beim 1-0 habe ich so hingenommen und dachte, okay, beim 2-0 auch. Und das Schlimmste ist halt, die Leute, ja, wie kannst du nur gegen Saarbrücken verlieren? Wir stellen uns total dämlich an. Wir dürfen uns das erlauben, in Saarbrücken zu verlieren. Und ich denke mir so, habt ihr irgendwie was mitbekommen, was Saarbrücken vor 3-4 Saisons gemacht haben, wo die im Halbfinale waren? Und habt ihr mitbekommen, wen Saarbrücken in der zweiten Runde rausgeschmissen hat? Manche Leute denken auf Social Media, das ist einfach eine Karnevalstruppe, weil sie dritte Liga spielen. Es ist keine Karnevalstruppe. Saarbrücken kann Pokal. Das haben sie vor ein paar Saisons bewiesen und das haben sie auch diese Saison bewiesen. Nicht nur, weil sie uns rausgeschmissen haben, weil sie in der zweiten Runde die Bayern rausgeschmissen haben. Ich weiß nicht, ob die Leute daran nicht denken. Es ist keine Karnevalstruppe. Und Saarbrücken hat gezeigt, warum die so schwer zu schlagen sind. Warum es in der Liga nicht funktioniert, kann keiner erklären. Aber wir kennen das ja selbst, in der Liga reinscheißen und dann in die Europa League holen. Ja, klar, fuckt's ab, dass wir ausgeschieden sind. Wir gehen darauf morgen dann genauer ein. Aber wie gesagt, Respekt an Saarbrücken, verdient gewonnen. Und Saarbrücken ist keine Karnevalstruppe, Saarbrücken kann Pokal. Und von daher unterschätzt halt diese Truppen nicht. Ich bin froh, dass unser Team das nicht gemacht hat oder so, sondern die ernst genommen hat. Aber die Fans, manche Fans vereinzelt, oder die auf Social Media, auch die Fans anderer Vereine, wo man merkt, ne? Sollten mal überlegen, wie Saarbrücken gespielt hat und wie Saarbrücken drauf ist.
Also fetten Respekt verdient und alles Gute fürs Viertelfinale und gutes Los auf jeden Fall an alle Saarbrücker. Toi, toi, toi. Und morgen dann der genaue Rückblick auf dieses Spiel und dann auch schon bald das Orakel für die Bayern. Ne? Arrivederci, bis dahin und ciao, ciao.